Schaut mal, ich ziehe rüber und es passiert gar nichts. Hä? What the fuck, Alter? Wie soll ich mit dieser Maus bauen, frage ich mich. Junge, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein großer Unterschied ist. Hallo, Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Ja Leute, wir zocken heute hier das erste Mal wieder mit Handcam und euch fällt vielleicht was auf. Ich habe hier zwei Mäuse liegen und zwar werde ich heute ein kleines Experiment machen. Das Experiment von heute wird sein, ich teste eine 5-Euro-Maus gegen eine 100-Euro-Maus. Also ich habe hier eine neue Maus von Razer bekommen, ich glaube die kostet 90 Euro, also fast 100 Euro Leute. Und meine andere Maus, die ich hier liegen habe, die kostet 5 Euro, wenn überhaupt. Ich glaube, die war sogar billiger. Ja, ich teste auf jeden Fall heute mal die zwei Mäuse in einer Fortnite-Runde und ich bin sehr gespannt, was es für einen Unterschied macht. Ich mache es so, dass ich immer, wenn ich einen Kill habe, beziehungsweise wenn ich einen Kill gemacht habe, muss ich auf die andere Maus wechseln und dann mit der weiterspielen, bis ich wieder einen Kill gemacht habe. Leute, falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr in den Fortnite-Item-Shop gehen, hier unten rechts auf Unterstütze einen Creator gehen und dort Fix eingeben. Ich würde mich mega drüber freuen. Vielen, vielen Dank an euch. Danke für euren Support. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! So, wir sind in der Runde und ich würde sagen, ich starte als allererstes mit meiner Maus. Für alle Leute, die es interessiert, das ist die Razer Lancehead. Ich verlinke euch mal die Maus in der Beschreibung. Ich habe die umsonst von Razer bekommen, aber ich muss hier das Video nicht dazu machen. Ich mache das Video nicht wegen der Maus, nur dass ihr Bescheid wisst. Und ich würde sagen, wir landen mal bei good old Dusty Divot, Leute. Dusty, let's go. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ist ja jetzt meine normale Maus, also von daher werde ich kein Problem damit haben, jemanden zu killen. Aber ich bin gespannt, wenn wir dann von der Maus auf die andere wechseln. Das könnte interessant werden. Oh, und da haben wir eine lila, eine Pump. Oh mein Gott. Lol, ist hier keine? Doch. Nein, 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 nein. Gib mir den Pump. Nice one. Wir haben schon mal direkt eine lila, eine Pump am Stissel. Kann man machen. Muss man aber nicht. Oh mein Gott. Sehr nice. Okay, Leute. I'm ready to rumble. Oh, die sind schon am Fighten am Parkplatz. Lass uns da mal kurz einmischen. Oh, nice one. Let's go. Okay, erster Kill. Ich tue die Maus weg, tue die andere Maus hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Alter, es bricht einfach manchmal ab, Leute. Es bricht einfach manchmal ab. Schaut mal, ich ziehe rüber und es passiert gar nichts. Hä? What the fuck, Alter? Wie soll ich mit dieser Maus bauen, frage ich mich. Oh mein Gott. Alter. Junge, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein großer Unterschied ist. Aber Leute, schaut mal auf meine Maus. Schaut mal. Die checkt... Was? Okay, ich muss... Die checkt ja mal gar nichts, die Maus. Ich mache eine schnelle... Schau mal, es passiert gar nichts, wenn ich eine schnelle Bewegung mache. Oh mein Gott, crazy. LOL. Und ich habe auch keine Seitentasten. Funktioniert mittlere Maustaste? Ja. LOL. Ja, ich muss mein Inventar anders sortieren, damit ich überhaupt die Waffen switchen kann. Damit ich überhaupt die Waffen spielen kann. Weil ich habe gar keine Seitentasten und zwei... Alter, diese Maus ist... Alter, das ist ja komplett RIP. Ohne Scheiß. Ich schwöre euch, ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so krass ist zwischen einer Gaming-Maus oder halt einer teureren Maus und einer billigeren Maus. Holy moly. Leute, wenn ihr wollt, dass ich mal die billigste Maus überhaupt suche, dass ich mir eine Maus für unter 1 Euro suche, keine Ahnung, auf Wish oder so gibt es bestimmt eine Maus. Und wenn ihr wollt, dass ich die mal teste, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn wir die 5000 Likes knacken, würde ich sagen, mache ich so ein Video und suche mir die billigste Maus raus, die ich überhaupt finden kann. Und dann zocken wir damit eine Runde vorne. Aber das ist ja richtig crazy, Alter. Ich kann nicht mal mich richtig umgucken. So. Ja, kacke, Mann. Ich kann auch nicht durch mein Inventar scrollen, weil ich habe scrollen andere Sachen belegt. Das hier, schau, ich drehe. Ihr seht es ja. Ich drehe das Mausrad. Es passiert gar nichts. So. Ich will schnell einen Kill machen. Ich frage mich nur, wie ich damit bauen soll, ey. Hey, Leute. Ich würde sagen, wir gehen nach hier unten Dusty rein. Und vielleicht finden wir den einen oder anderen Gegner. Oh ja. Schau mal, ich will mich schnell drehen. Es passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist ein richtiger Bot. Es ist der Bot des Jahrhunderts, Alter. Komm her, Junge. Ich zerstöre dich mit meiner Billigmaus. Es ist echt crazy. LOL. Was war er für ein Bot? Okay, ich kann wieder Mäuse tauschen. Alter, es ist so ein anderes Gefühl einfach. Es ist heftig. Ich frage mich, was mit dem Gegner gerade los war. Der war einfach nur dumm, wie es ausschaut. So, dann lass mal den nächsten Gegner suchen gehen.
Ich glaube, so ein richtiger Buildfight wird heftig, Leute. Ich glaube, in einem richtigen Buildfight habe ich gar keine Chance. Oh, Leute, ich höre jemanden mit dem Auto. Ah, schade. Schade, schade. Hätte ich das Auto kaputt bekommen, wäre er gestorben. Okay, aber er will fighten auf jeden Fall. Alles gut. Ich habe meine normale Maus. Von daher wird es kein Stress werden. Okay. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er hat ein bisschen Schiss, wie es ausschaut. Ich glaube, er will wegfliegen. Ja, er will safe mit dem Auto wegfliegen. Ich glaube, er hat sich gerade reingesetzt gehabt. Du kommst hier nicht weg, Freundchen. Ach komm, scheiße, ich hab das ja umgelegt, wegen der anderen Maus. Ach komm. Wie er sweatet. Nice, er hat kein Schild mehr. Ach, jetzt schießt jemand anderes noch. Nice one, sehr schön. Okay, den haben wir down. Nein, ich muss die Maus wechseln. Ah, nein. Yes. Wir haben einen Hit auf ihn. Okay, ich hau mir schnell den Biggie hier rein, oder? Ich weiß nicht. Ah, ich kann nichts machen. Ich komme halt nicht auf die Slots, ne? Hat er eine Snipe gehabt? Ne, man hat keine Sniper gehabt. Ich komme nicht auf diese Slots. Ich muss so auf meinen dritten und meinen vierten Slot gehen, dass ich das woanders hinziehe und dann benutze. LOL, was war seine Mission, frage ich mich. Der hat ja gar nichts gerafft. Nice, wir können wieder eine normale Waffe spielen. Holy moly. Ich muss mich nur dran gewöhnen, wie ich meine Waffen gerade belegt habe. Hier haben wir jemanden mit Hoverboard. Der hat kein Schild. Nice one, auch du. Nein, verdammt, ich muss schon wieder die Maus tauschen. Ich kann mich halt nicht schnell mit dieser Maus bewegen, ne? Sobald ich mich schnell bewege, ist RIP. Okay, warte, wir packen mal das da. Wir packen das mal lieber ein und dann geht's weiter. Oh mein Gott, ey. Dass ich noch lebe. Ohne Spaß. Der eine war einfach nur komplett lost. Das ist der einzige Grund, warum ich noch lebe. Hätte der mal ein Build-Battle gemacht. Ich kann ja keine 90s oder so damit machen. Schaut euch mal an. Ich bewege meine Maus schnell. Es passiert nichts. Ich drück sie auf den Tisch. Es passiert gar nichts. Und es ist halt so reflexemäßig drinnen. Oh, okay, er will's wissen. Oh nein, wir müssen in Zone. Ich gehe wieder zurück, Leute. Ich schnapp mir das Auto und ich fliege in Zone. Ich bin nur gespannt, ob der mich runterschießt oder nicht. Das wäre nämlich kacke, weil ich habe dem Auto schon sehr viel Damage gemacht. So, hier muss doch irgendwo noch das Auto stehen. Hallo, Autoline. Kein Auto mehr? Lol, aber warte, Hoverboard. Ja, Mann. Wir haben auf jeden Fall noch ein Hoverboard am Start. Ein Holz aufgesammelt. Lohnt sich. So, irgendwo hier muss das Hoverboard noch stehen. Ja, Mann. Nice one. Okay, ab in die Zone erstmal, Leute. Ich will hier die Runde noch gewinnen. Wenn ich damit die Runde gewinne, ist eigentlich auch schon eine Challenge. Ich wollte nur so einen kleinen Vergleich machen von Maus zu Maus, aber es ist eigentlich eine Challenge, was wir gerade hier draus machen. Oh, hier unter mir. Nice, ich kann abstauben. Nice one. Ich darf meine andere Maus benutzen. Ich glaube, ich switch das einfach jedes Mal um. Nice one. Ah, aber auch scheiße. Okay, toll. Ich will die Sniper mitnehmen. Ich mach so. Ich muss die andere Maus benutzen schon wieder. Verdammt. Okay. Ich habe halt einfach zwei Waffenslots, die ich nicht benutzen kann. Das ist das größte Problem hier. Oh, da sind noch mehr Minis. Ich höre die ganze Zeit irgendwas, aber ich glaube nicht, dass das ein Gegner ist. Schon wieder irgendwas von Fortnite hier. So. Wo sind die nächsten Gegner? Wir haben schon 7 Kills, ey. Holy moly. Was ich aber sagen kann ist, Leute, falls ihr nur so eine Maus habt, wie ich hier gerade, die nicht mal Seitentasten hat, holt euch eine günstige Gaming-Maus mit Seitentasten oder halt holt euch einfach eine Maus mit Seitentasten. Das hilft euch so viel im Spiel und ihr könnt da einfach zwei Sachen drauf belegen und das hilft euch wirklich enorm, auch schneller irgendwie eine Waffe rauszuholen und so weiter und so fort. So, irgendjemand schießt die ganze Zeit auf mich, aber ich habe hier jemanden gesehen. Nein! Ich werde sterben. Ich kann nicht mal schnell editieren, weil meine Maus nicht funktioniert. Mir scheißegal. Ich komme nicht zu meinen Tränken.
No way! Oh mein Gott, ey! Diese Maus ist so RIP. Ich kann nicht meine Treppe drehen, weil ich mich zu schnell bewege und so. Ey. Leute, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich ultra drüber freuen. Wenn ihr Bock habt, dass ich mir mal die billigste Maus raussuche, die es überhaupt gibt und eine Runde damit spiele, schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like da. Keine Ahnung, was ich labern soll. Unterstützt mich bitte beim Supporter-Creator-Programm. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, das macht. Ich weiß ganz genau, du, bei dir ist es abgelaufen. Deswegen schau lieber nochmal im Fortnite-Shop und gib dort Fix ein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ein kleines Experiment meinerseits. 7 Kills sind nicht schlecht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.